you spare me over till another Okay, ich sag's euch, wie es ist. Das war gerade echt übel und ich habe schon fast wieder einen Herzinfarkt gekriegt. Hier sieht's doch schön aus. Hier bleiben wir. Was ist das? Wieder irgendeine so creepy Vorahnung? Oh. Oha. Also so wie es aussieht, geht's Angela an den Kragen in naher Zukunft, Leute. Schön, dass du da bist. Wir kommen beide hier raus. Wirst sehen. Schön, dass du da bist. Es hat halt irgendwie null gepasst, aber okay. Die Geräusche sind echt eklig. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helf dir. Was? Wo? Nein, nicht darunter! Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg. Ja, aber das immerhin beleuchtetes Gebäude, ich meine, hallo? Ist doch schon mal ein Fortschritt. Das hier war wohl mal ein Laden oder so. So, schau mal hier, stopp die Raven-Fabrik-Schließung. Ah ja. Interesting. Was ist das hier? Ja, da geht's weiter. Da geht's auch weiter. Was haben wir hier drüben? Haben wir auch noch eine Option oder was? Hier drüben, schau mal. Ah, Hoffnung für Little Hope. Die Carvers wollen die Fabrik schließen und das Grundstück würde zur Folge haben, dass und die Gemeinschaft zugrunde richten. Die Gewerkschaft hatte ein Angebot gemacht, um die Fabrik und unsere Stadt zu retten. Bitte unterzeichne Sie unsere Petition, um die Familie Carver zu überzeugen, das Angebot der Gewerkschaft anzunehmen und ihre Entscheidung zu überdenken. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei den Mitarbeitern des Postamts oder im Rathaus. Einwohner für Little Hope und Clua. Lokal 618. Okay, alles klar. Gehen wir hier weiter. Okay, also entweder Feuerleiter oder... Ja, warte mal, wir probieren mal erstmal den direkten Weg und zwar die Tür. Stimmt zu. Lass uns woanders lang. Finde einen Weg in den Laden. Ich hätte gesagt, wir gehen hier hinten lang. Mal gucken, ob sich das als... Alter, die Alte, der lässt sich nicht mehr bewegen. Pizza. Und jetzt? Hilf mir hoch. Ich will auf die Treppe. Was? Du? Sie soll dir hoch... Ach, der ist auch so ein Loser, Alter. Echt jetzt? Du willst da rein?
Fällt dir was Besseres ein? Ach was, wir waren selbstbewusst. Ich gehe rein, sehe mich um. Ist die Luft rein, mache ich die Tür auf. Ich weiß nicht. Hier draußen allein zu warten, gefällt mir nicht. Ich komm gleich. Moment. Jetzt trennen sich die auch nochmal. Unglaublich. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Wirf's her. Yeah, nice grab. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich ohne Lampe durchgehen dürfen. Bin drin. Alles gut? Glaub schon. Schreit halt nicht so rum. Öffne die Tür für Taylor. Ey, was ist das? Ah ja. Oh, Alter, wie viel man hier lesen muss, ey. Oder da muss ich echt los. Bekanntmachung der Schließung. Tritt in Kraft, 28. Juni 75 und möchten Sie informieren, dass das Geschäft am Samstag, den 28. Juni, schließen wird. Leider sehen wir uns gezwungen, unsere Verkäufe aufgrund der seit der Schließung der Fabrik immer schlechter werdenden Konjunktur einzustellen. Whitman Mart möchte sich jedoch bei allen Kunden für die Unterstützung über viele Jahre bedanken. Hochachtungsvoll, Jay Schmidt und A. Lash. Lash, whatever. Geschäftsführer. Alright. Alright, alright. Eigentlich ganz super creepy hier. Oh Mann. Könnt ihr euch noch an Blair Witch, an das Haus erinnern? Bestimmt. Hallo? Oh, was ist das? Wieder ein Vorahnungsbild. Dann zeig mal her. Oh mein Gott. Vorahnung freigeschaltet. Na, was haben wir da noch? Ein bisschen Zeitung lesen. Ah ja. Ortsansässiger Pastor verhaftet. Ein Pastor der Diözese Pleasant... Diözese jetzt. Pleasant River wurde nach Beschwerden von besorgten Eltern über sein Verhalten verhaftet. Die Verhaftung folgt jüngsten Enthüllungen, dass der Pastor angeblich eine satanische Messe erhalten haben soll. Ein Augenzeuge bestätigt, dass der Pastor der Kirche St. David's in Little Hope keinen Widerstand leistete, als er aus seinem Haus eskortiert wurde. Captain Daniel McGuire bestätigte, dass Reverend Leonard Carson, 42, in der Polizeidienststelle Little Hope in Gewahrsam gehalten werde und auf die Anklage warte. Ein Sprecher der Kirche St. David's kommentierte, ich habe den Pastor nie etwas Anstößigeres tun sehen. Sein Interesse an Hexerei war rein akademischer Natur und er hat Eltern häufig vor den spirituellen Gefahren des Okkulten gewarnt. Ein weiteres Mitglied der Gemeinde, das anonym bleiben möchte, behauptet, dass der Pastor sich keines Fehlverhaltens schuldig gemacht habe. Dieses Kind ist bekannt dafür, ständig die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und wollen und ich bin immer mir sicher, dass es sich die Geschichte nur ausgedacht hat. Andere Mitglieder der Gemeinde waren derselben Meinung. Reverend Carson war ein guter Mann, ein gottesfürchtiger Mann, teilte uns eine dreifache Mutter mit. Ich glaube einfach nicht, dass er zu solch einer Tat fähig wäre. Alter, wie das da im Hintergrund knackst, mach mich fertig. Er war gut zu unserer Familie, die Anschuldigungen sind Lügen. Das Büro des Bezirksstaatsanwalts war nicht zu erreichen. Das Büro der Diözese Pleasant River teilte uns auf Anfrage mit, dass der Bischof keinen Kommentar abgebe, aber dass sein Diakon... So. War jetzt auch genug gelesen. Jetzt auch mal sagen. Ganz fertig mit der Welt. Keiner gesagt, dass ich hier was vorlesen muss, Alter. Was geht hier ab? So, warte mal. Bevor wir jetzt da den Creepy Gang weitergehen und ich hier... War doch, hier geht doch auch noch links, oder bin ich bekifft? Oh Mann. Was sagt ihr? Soll ich da runtergehen? Ach, scheiß drauf. Da geht's gar nicht runter. Auch maximal lost, der Kollege. Hier irgendwas ekliges rauschen. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ja, jetzt chill mal, Oma.
Ich sehe überhaupt nichts hier. Dass die Tür immer aufmachen müssen. Oh, bestimmt ein Schlüssel. Geht von innen bestimmt auch nicht auf. Ja, war ja klar. Die Tür geht nicht auf. Nicht runter. Doll. Also Leute, es wird hier irgendwie nicht besser. Mann. Ich glaube, jetzt kommt gleich... Ich konnte übrigens nicht wählen, ob ich runtergehen möchte oder nicht. Ich musste runtergehen. Oh, scheiße. Jetzt muss ich aber los, Bruder. Oh nein, jetzt muss ich Tasten drücken. Bestimmt die Taylor. Oder irgendeine Ratte oder irgend so ein Scheiß. Oh Mann, oder ist es gar nicht so? Das wird gar nicht aufgelöst. Hallo? Oh Mann! Besser! Komme nicht durch! Ja. Das Fenster ist versperrt! Alter! Du hast mich erschreckt. Du hast mich erschreckt. Sorry, das war keine Absicht. Ist doch noch was. Wie ist es da drin? Beschissen. Ist gruselig hier drin. Voll mit altem, nutzlosem Kram. Geh nach vorn. Wir treffen uns da. Geh klar. Hört ihr dieses Geräusch? Was ist das? Oh, ich kann hier nach vorne gehen hier, ey. Moment, bin gleich da. Was macht die Alte eigentlich für einen Lärm? Die hat doch auch nicht alle Latten am Zaun. Erstmal checken hier. Oh, was ist das? Ist das ein Schlüsselbund? Oh. Bester Papa. Number one Dad. Ah ja. Dieses Rumgeschleife. Hört ihr das? Ich höre im Hintergrund so ein Rumschleifen. Aber es kann auch daran liegen, dass ich Kopfhörer auf habe und das ein bisschen lauter höre als ihr jetzt. Ganz ruhig. Ohne Witz, Alter. Sag ich euch mal, Real Talk, die will ich jetzt erstmal richtig zusammenscheißen. Willst du eigentlich, dass ich an dem Herzinfarkt sterbe, Mädchen? Okay, also hier geht irgendwie nichts. Ist hier aufgebaut wie ein Labyrinth, Alter. Ja, ja, Tür machen wir gleich auf. Ach, pass auf. Das ist die wahrscheinlich gar nicht. Pass auf, wir machen jetzt die Tür für irgendwas auf. Oh, Mann. Hat sie uns wieder erwischt, die Alte! Was zum... Die Tür ist versperrt. Was ängstigt dich? Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigung welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen. Oh Mann. Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still. Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Was? Ich kenne sie nicht. John? Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Etwas quält euch. Was? Ihr wirkt fremd, selbst eure Gewänder. Joseph, öffnet oder es ergeht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Ich kläre das. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein. Reverend Carver? Marshall? Marshall? Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung.
Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshals zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Oh Mann, ihr kommt auf den Scheiterhaufen, die Alte. Wo zur Hölle warst du? Keine Ahnung. Siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Das war anders. Sie konnten mich sehen und hören. Glaube ich zumindest. Sie waren total verschreckt. Hast du noch was gesehen? Der Pastor. Der vom Spielplatz. Ich weiß nicht, hat nicht viel Sinn gemacht. Bitte was? Nein. Es war, als würde er glauben, der Teufel selbst sei hier in Little Hope. Ist das krass? Ist das krass, Bruder? Wo sind wir hier bloß reingeraten? Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Oh Mann, scheiße! Was geht jetzt ab? Das Spiel wieder verreckt, ne? Dann aber... Andrew, Little Hope, Polizeiwache. Was meinst du? Ziemlich verfallen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier was Nützliches finden. Alles verfallen. Ihr Studenten seid alle gleich. Negativ bis zum geht nicht mehr. Es ist doch ganz einfach. Wir brauchen nur ein funktionierendes Telefon, sonst nichts. Ach ja. In der Totenstadt. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadtpolizeigebäude sehen alle gleich aus. Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Ich wollte es gerade sagen. Hier ist wirklich alles tot. Ja, und wir auch bald, so wie sich das anfühlt. Mal gespannt, wen es als erstes erwischt. Ich schließe übrigens Wetten ab. Wer stirbt als erstes? Ich sag Angela. Hey, was ist das? Hallo, Dude. Jawohl. Der Shit sollte mich jetzt aber nicht erschrecken, oder? Ich glaube, da hat die Hand geklopft. So, geh mal weiter. Und schon Telefon gefunden. So, wieder so ein Spind. Ah ja. Reynolds. Was ist das? Little Hope Polizeidienststelle. Ah ja. Nimm halt mit. Wer weiß, wofür wir das mal brauchen können. Geht sicher nicht auf. Ja, aber klar.
gesperrt. Was geht hier ab? Weiß nicht, ob ich da schon hoch will. Ist das da? Ich habe alles verloren. Okay. Scary. Ja, Leute, also mit der Taschenlampe, ne, muss ich auch mal sagen, das lässt sich manchmal nicht ganz so easy steuern. Okay. Gehen wir mal zurück. Wenn Andrew mitmacht, natürlich. Was war das? Das ist wieder der Spind gewesen. Junge, du sollst nicht umdrehen, du sollst weiter. Da ist doch was. Was seht ihr da? Alte Hex... Alter... Spannend. Alter Schwede, alter Hexenkerker, gebaut 1684, abgerissen 1783. Während der im Jahr 1962 stattfindenden Hexenprozesse in Little Hope wurden viele der Beschuldigten hier eingesperrt. Ooh, evil shit. Etwas muss doch hier sein. Du hast doch gesagt, es ist ganz easy, ein Telefon zu finden. Also laber mal jetzt nicht, Junge. Nicht so negativ. So, was ist das? Hippie-Tank? Was ist das denn? Hä? TC. Okay. Hippie-Artefakte. Keine Ahnung, was das sein soll. Hallo. So, gucken wir da rüber. Telefon. Dein Telefon gefunden, Leute. Aber erstmal umschauen. Okay, da geht gar nichts. Na also. Ein Telefon. Als würde das gehen. Vielleicht ist das der Ausweg. Oh, die Leitung ist tot. Mist! Wow. Hey. Entspann dich. Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Sieh mal. Das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Sonst noch was? Ich habe schon das Telefon gefunden. Okay, such mal ein Kabel. Hey, was ist das? Das war das von vorhin. Ist wahrscheinlich wieder gesperrt, gehe ich von aus. Nur Chlor, nur Chlor. Aber ist gar kein Stress, wir schauen uns weiter um. Nicht aufgeben. Ich wette, wir finden bald etwas. Weitersuchen. Also sind wir doch mal ehrlich, der Einzige, der hier was findet, bin doch ich, oder? So, mach das mal sauberer. Oh mein Gott, schon wieder was zum Lesen. Gemeinde Little Hope, Auszeichnung. An die Polizeidienststelle Little Hope. Am 16. Januar 72 haben die Beamten George Reynolds und Ernie Hoffman auf einen Notruf bezüglich eines Brandes reagiert. Sie erreichten den Schauplatz vor der Feuerwehr und stürmten ins Haus, ohne auf ihre eigene Sicherheit zu achten. Oh mein Gott! Alter, jetzt bin ich aber übel erschrocken. Ach, fuck you, Alter. Oh mein Gott. Was machen wir? Das war kurz vorm Herzinfarkt. Rangin? Ich mach das, Bruder! Ich schaff das. Vorsicht.
Ganz ruhig, Professor. Ich sollte heute nicht hier stehen. Was hörst du? Nur Schrott. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Nicht alle in Little Hope wollen die Wahrheit. Können Sie mir sagen, was Ihnen fehlt? Wie sich ein Arsch ablacht. Plötzlich tauchten vor mir ein Mann und eine Frau auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte sie nicht kommen hören. Sie waren mir so fremd. Ihr Gewand und die Art, wie sie sprachen. Okay, alles wird gut. Ich helfe Ihnen, wenn ich kann, aber ich brauche Ihren Namen. Ihr bezichtigt mich Verbrechen. Diesmal hat sie mich nicht erwischt. Komm, Mädchen. Auf ein Wort. Sprich nicht über unser Geheimnis. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprech nur ein Wort. Nur eine Silbe über das andere. Dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geh zu den Deinen. Alter, was war denn das für eine Ansage? Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln. What the fuck? Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen. War das jetzt normal, dass die kein Gesicht hatte? Was machen wir bloß? Sei still. Wir müssen ruhig sein. Und abwarten, was passiert. Bei allem Respekt, Reverend Carver. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Sie ist keine Gespielin des Teufels, Reverend. Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das Hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Oh, scheiße. Ich würde jetzt nicht zu dem anderen gehen. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Gebt den Mächten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Mary? Mary, Schwester, was quält dich? Was zum... Halt dich da raus. Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, leg die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Das quält dich. So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Lasst sie in Ruhe! Lasst sie in Ruhe! Wer spricht? Sind wer ist da? Gott schütze uns. So, helft mir doch. Sind wir unter uns? Dein Meister hilft dir nicht mehr. Es ist zu spät. Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns. Scheiße gelaufen. Nein! Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Habt Acht und betet. Der Teufel weilt in dieser Stube. Schützt euch. Ersucht den Herrn.
Das war der schwachsinnigste Beweis ever. Wenn du sie anfasst und sie hört auf, dann bist du die Böse. Ey. Was zur Hölle war das? War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Was denkst du, war mit ihr los? Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Dann wird sie die abgeschlachtet. Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken, erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst. Oder von Geltungssucht, wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Komm, sie ist ein kleines Kind. Ihr ist sicher nicht klar, was für Folgen ihr Handeln hat. Sie weiß ganz genau, wie ernst es ist. Aber die angeklagte Frau? Angela Nummer 2? Es schien, als hätte sie uns gesehen. Und einige der anderen auch. Da hast du recht. Sie haben uns ganz sicher gesehen. Ein Kind, das uns aus dem Nichts auftauchen sieht? Sie hätte es leicht für Hexerei halten können, gerade damals. Du kannst das Girl so viel verteidigen, wie du willst. Ich traue ihr nicht über den Weg. Jetzt mal ehrlich. Wir verstehen nicht mal, wie wir all das sehen konnten. Wie soll es dann ein kleines Kind aus der Dame... Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja. Es war schlimm, das zu sehen. Mir ist noch was aufgefallen. Ihr Mann... Er sah aus wie du, Professor. Da war noch etwas Seltsames. Die beiden, die die Kleine hatten... Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Oh oh. Wer ist da? Hey, Professor! Wo bist du? Komm schon, gehen wir. Hey, Jailer! Wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Wir auch nicht! Ist abgeschlossen! Versuchen wir es mit Gewalt! In 3, 2, 1... Zieh durch, Junge! Reunited! Jailer. Hi, Professor. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nichts, was uns wirklich hilft. Nur das hier. Ist ganz cool. Unglaublich. Diesen Schlüsselanhänger habe ich im Traum gesehen. Ziemlich seltsam. Mehr als seltsam. Es bedeutet was. Ich weiß nur nicht was. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Was soll's? Auf geht's! Das ist doch wahnsinnig! Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten. Diese Nacht ist die Hölle, aber wir kommen hier raus. Dein Streberlook täuscht. In dir steckt ein Krieger. Macht die mich an, oder was?
John, Hauptstraße. Jo, Leute, ich bin wieder am Start. Hallo. So, wir laufen wieder mal auf der Straße entlang. Ist so fail. Der Nebel wird schlimmer. Toll. Noch mehr gute Nachrichten. Ey, was geht hier ab? Ja. What's that? Tilly Johnson. Benutze, um mich umzusehen. Alter, was liegt da unten? Oh nein, das ist irgendwas creepy, Mann. Okay. Das ist nur irgendein Statuenkopf. Taylor, das musst du sehen. Das ist doch ein Witz. Was ist das da? Hattest du je Familie hier? In diesem Loch? Niemals. Warum sieht das verdammte Scheißding aus wie ich? I don't know, man. Oh, hier geht's noch weiter. Sehr schön. Oder nicht? Nee. Das ist auch ein bisschen doof gemacht. Bauen sie da so ein Haus hin? Dann kannst du da nicht mal hingehen. Euer Schmutz. Ja, also ich kann mich nicht weiter bewegen. Ja, ja, ja. Let's go. Es wird eh wieder auf der Straße wieder dieses creepy Viech sein. Ja, ich hab so ein Feeling, wo was ist, Alter. Läuft bei mir. Was ist das jetzt schon wieder? Sehe ich mal, oh, das Ding. Weg da mit. Was? Hail Rock'n'Roll. Ave Rock'n'Roll. $2,50. Das ist auch schon ewig hier, Alter. Daniel, das musst du sehen. Was ist? Noch ein Zufall. Der Typ sieht aus wie du. Kennst du ihn? Nein. Und ich war noch nie in einer Band. Wäre cool. Also seid ihr soweit. Weiter geht's. Da vorne schon wieder die Bridge, oder was? Das erinnert mich an einen Horrorfilm, der hieß Dead End. Da war das auch immer mit dem Nebel und dem ganzen Shit so. Ich sehe gar nichts. Das ist doch eine Lampe. Was hatten die? Himmel. Das Wasser ist schwarz. Damit will ich nichts zu tun haben. Was? Das ist aber ein rassistischer Spruch. Okay. Wer zuerst? Professor... Du meinst doch, du hast das Sagen. Also... Ich gehe voran. Okay. Sicher doch. Oh Mann, jetzt muss ich wieder irgendwas drücken. Sicher? Kein Stress. Der Prof und ich bringen dich rüber. Ja. No problemo. Du weißt nicht, ob das Ding überhaupt sicher ist. Was anderes zu behaupten, ist Blödsinn. Okay, also stehen wir nur dumm rum und tun nichts? Oh Mann, der Typ sieht so komplett maximal lost aus. Ey Leute, jetzt aber mal Real Talk. Warum muss man da zu dritt gleichzeitig draufspringen? Was jetzt? Du hast recht. Wir müssen hier. Ja. Oh. Was ist das? Eine Krähe. Lass mich bloß in Ruhe. Gib der Alte mal ein Backpfeifen. Im Jahre 1692 unseres Herrn
sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Jetzt wird's heftig. Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still für ihre Seele. Ich tat nichts Falsches. Ich bin keine Hexe. Ich verdiene nicht den Tod. Ich bitte euch. Wie soll ich dir helfen? Was kann ich tun? Bitte, Sir. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst. Ich glaube, jetzt kill ich einen. Ich bin mir sicher. Der Teufel ist im Wind. Will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden. Ihr könnt das nicht tun. Isaac, Moha, vollstreckt das Urteil. Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns holen kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen. Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend, es ist unter uns. Isaac. Immer die Mary, unglaublich. Jetzt fällt die Angela runter und ertrinkt. 100 pro. Und dasselbe Schicksal blüht ihr auch. Sag schon. Dass du ertrinkst. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Sie ertrank. Die ist sicher nicht unschuldig. Oh nein!